Wald erfüllt vielfältige Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen. Er ist Holzlieferant zum Bauen, zum Heizen und zur Papierherstellung. Der Wald ist Erholungsort. Er versorgt uns mit Sauerstoff und reinigt unsere Luft. Er ist Wasserspeicher und reguliert lokales Klima. Er schützt vor Hochwasser, Sturm und Dürre. Wir brauchen den Wald als CO2-Speicher in der Klimakrise und als Lebensraum zum Erhalt der Biodiversität. Einer dieser wichtigen Wälder ist der Wald am Hohen Keller, einer der letzten Ausläufer des Rheinischen Schiefergebirges. Er ist fast vollständig bewaldet. Im Naturschutz-Großprojekt Kellerwaldregion sollen hier moderner Waldbau und Naturschutz wieder zusammenkommen. Das FFH-Schutzgebiet Hoher Keller ist ein Teilgebiet des Naturparks Kellerwald-Edersee. Martin Häusling ist hier Waldbesitzer und für die Region Europaabgeordneter der Grünen. Der Hohe Kellerwald war für mich der Wald meiner Jugend. Hoher Kellerwald, dunkler Wald, wirklich einer, wo man sich richtig wohlgefühlt hat und der mit seinem alten Buchen auch wirklich ein Charakterwald war. An viel zu wenigen Stellen ist der einstige Charakter auch heute noch erkennbar. Dabei wären diese Buchenwälder ein wichtiger Bestandteil für den Erhalt von Biodiversität. Zahlreiche Pflanzen, Pilz- und Tierarten würden von diesem natürlichen Ökosystem profitieren. Doch von den einstigen naturnahen Laub- und Laubmischwäldern ist nicht mehr viel übrig. Das war mal wirklich einer der ursprünglichsten Wälder in der ganzen Gegend mit einem relativ hohen Anteil von alten, wertvollen Buchen. Deshalb ist hier auch ein großer Teil unter Schutz gestellt worden. Ja, den Kellerwald zeichnet sicherlich aus, dass er so von seiner standörtlichen Seite eine Besonderheit in Nordhessen darstellt. Und er hat auch einen hohen Anteil natürlicher Waldgesellschaften. Dieser Wald an sich ist geprägt durch das Grundgestein, was hier anliegt, was bodensauer ist. Und das sind verschiedene Gesteine wie Quarzite, Grauwacke, Schiefertone und Tonschiefer. Und deshalb unterscheidet sich die Krautflora hier in den Wäldern auch von zum Beispiel sehr alkalischen Wäldern wie im Hainich. Das heißt, es sieht hier von der Krautschicht eher ärmer aus. Das dramatische, großflächige Waldsterben der letzten Jahre ist auch im Hohen Keller längst traurige Realität. Also was mir richtig wehtut, ist einfach, wenn ich die Zerstörung der Wälder in den letzten Jahren sehe. Besonders die Klimakrise strapaziert unsere Wälder bereits jetzt enorm. Forschung, Forstwirtschaft und Politik müssen dringend gemeinsame Lösungen finden. Karl-Gerhard Nassauer leitet das Forstamt Jesberg am Hohen Keller. Dr. Gitta Langer forscht an der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt. Ein Austausch ist extrem wichtig, damit nicht gesellschaftliche Interessenskonflikte dringend erforderliches Handeln ausbremsen. Also aktuell haben wir massive Absterbeerscheinungen bei allen Baumarten in Deutschland infolge einer Dürre, die 2018 begonnen hat. Ja, leider Gottes haben wir hier gerade in diesem Kernbereich des Hohen Kellers größere Probleme. Das hängt damit zusammen, dass halt hier unsere Region in den letzten Jahren halt Witterungsextremen ausgesetzt war, wie wir sie bis dato eben noch nicht gekannt haben. Die massivsten Schäden kommen durch den Klimawandel. Wir haben hier wirklich 3 Jahre hintereinander wirklich ganz extreme Wetterereignisse gehabt. Das heißt, wir haben sowieso wenig Niederschläge hier im Regenschatten und wir haben hier Regenmengen von 400, teilweise noch weniger Millimeter Niederschlag gehabt und dann relativ hohe Temperaturen im Sommer. Da spielt vor allen Dingen das Trockenstressrisiko eine große Rolle, was wir zwar immer schon auf diesen sehr steinreichen Böden hatten, aber wo wir eigentlich jetzt eine Ausprägungsform erlebt haben von vor allen Dingen 2018 bis 2020, was für einfach unsere Waldökosysteme hier an den Rand der Belastungsfähigkeit gebracht hat. Insbesondere an der Fichte sind diese starken Schädigungen dramatisch zu erkennen. Eigentlich hat die Fichte einen großen Wasserbedarf und ist in kühlen und feuchten Regionen heimisch. In den letzten Jahren war sie allerdings erheblichen Stress durch starke Trockenheit, Hitze und Stürme ausgesetzt. Deshalb war sie auch anfälliger gegenüber dem Borkenkäfer, welcher sie zusätzlich strapaziert hat. Infolge dieses Ursachenkomplexes kam es zum großflächigen Absterben der Bestände.
Wir haben halt in den letzten 3 Jahren eigentlich unsere Fichtenvorräte weitgehend verloren hier in dem Naturraum. Nun ist sozusagen die Fichte auf diesen nicht ganz unproblematischen Standorten auch nicht mehr vertreten. Vielleicht hat man noch gesagt bei den Fichten, okay, die gehören ja nicht hin. Das lässt sich verschmerzen, aber was wirklich Angst, mir wirklich persönlich Angst macht, ist dieser rasante Niedergang der alten Buchenwälder. Und dass dieser Vorgang so schnell geht, dass man ja den Bäumen quasi beim Absterben zugucken kann und dass keiner so richtig weiß, was kommt danach. Und das macht einem richtig Angst, weil damit verändert sich hier diese ganze Gegend. Zwischen den Fichten sind die großen kahlen Buchenkronen, verursacht durch das Buchenvitalitätssterben, deutlich erkennbar. Wir sehen plötzlich, dass die Krone lichter wird, es gibt mehr Totäste, das schöne Feinreisig geht verloren. Und im Jahr 2018 hat es praktisch einen verfrühten Laubfall gegeben. Die Blätter wurden teilweise sogar im August, September schon an den Ästchen braun vertrockneten, sind dann zum Teil gar nicht mehr abgefallen und die Bäume sind in den nächsten Jahren nicht mehr ausgetrieben. Das waren die ersten Anzeichen. Und diese komplexe Erkrankung kann sich über mehrere Jahre hinweg ziehen, also längerfristig sein, je nachdem, welche Pilze eben den Baum dann zusätzlich angreifen. Aber bei vielen Bäumen, die besonders stark betroffen waren, gab es Absterbeerscheinungen innerhalb von einem halben Jahr. Wir haben hier südexponierte Lagen, sodass praktisch dort auch Rindenschäden durch Sonnenbrand entstanden sind. Einfach, das waren Tage, wo wir nahezu 40 Grad hatten an diesen Südhanglagen und mit wirklich Sonnenscheindauern, die ununterbrochen halt auf die Rinden der Bäume eingewirkt haben. Und das hat halt zusätzlich direkte Schäden auch verursacht. Und natürlich in den Vorjahren die Schädigungen halt so schwerwiegend waren und auch in den Wurzelraum hineingegangen sind, dass sich eben gerade bei den Altbäumen so große und nachhaltige Wurzelschäden ergeben haben, dass eben die nicht so schnell regeneriert werden können. Und eigentlich muss man sagen, ist gerade bei der Buche das Schadgeschehen unverändert. Das hat sich genauso fortgesetzt wie die Jahre zuvor. Eine Chance, die abgestorbenen Flächen zu erneuern, bietet die Naturverjüngung. Doch der nachwachsende Wald im hohen Keller wird bedroht durch eine falsche Jagdausübung. Für die Trophäenjagd herangezüchtete, zu hohe Wildbestände unterbinden das Nachwachsen junger Bäume grundlegend. Das heißt nicht, dass wir alle Tiere jetzt abschießen, sondern angepasst. Das heißt zum Beispiel hier mit der Situation Hirsch, 1,5 Hirsche auf 100 Hektar, ist eine Größe, die tragbar ist, aber wir haben im Moment das Zehnfache. 70 Tiere konnte Martin Häusling hier bereits nachweisen. Zu große Rotwildpopulationen beeinträchtigen im hohen Keller besonders Hainbuchen, Douglasien, Fichten und Tannen. Fraßschäden an Knospen und Ästen sowie Schälschäden an der Rinde erhöhen die Anfälligkeit der Bäume für Schädlinge und Krankheiten und verändern wesentlich ihre Wuchsform und Vitalität. Und wir sehen das Ergebnis davon, dass wir hier Buchen haben, geschätztes Alter, würde ich mal sagen, 20 Jahre, die in diesem Bereich der Wege wirklich jedes Jahr radikal abgefressen werden. Das werden dann Bonsai-Buchen, da werden auch nie wieder Bäume entstehen. Das ist eindeutig, das sind Fehler, jagdliche Fehler. Man hat hier richtig einen Hirschbestand hochgezüchtet, das kann man nicht anders nennen. Man hat Wildfütterung betrieben, obwohl das in Hessen verboten ist. Man hat Äsungsflächen angelegt und damit hat man wirklich einen Bestand herangezüchtet. Warum ist relativ einfach zu sagen, es geht um Trophäenjagd. Das heißt, aus so einem großen Rudel schießt man dann so ein paar Geweihträger. Und das ist das Ziel, das ist eigentlich die Jagd, die wir eigentlich gar nicht mehr gebrauchen, die wir gar nicht mehr wollen, sondern wir brauchen eine Änderung des Jagdgesetzes. Wir brauchen einen Vorrang vor dem Wald, gerade in diesen Krisenzeiten. Und das ist hier in dieser Gegend überhaupt nicht der Fall. Und was dann passiert, sieht man hier. Die drastischen Folgen sind neben Fraß auch Schälschäden an den Rinden der Bäume. Martin Häusling fordert deshalb forstliche Vegetationsgutachten für ein waldverträgliches Wildtiermanagement. Der Wald im hohen Keller ist also schwerwiegenden Belastungen durch Trockenheit, Borkenkäfer und Verbissschäden ausgesetzt. Was es jetzt braucht,
ist ein weitsichtiges und konsequentes forstliches Management. Der Waldumbau ist eine natürlich unheimliche Herausforderung. Wald ist ja, wenn man seine Funktionalaufgaben sieht, ein Multitalent. Wir haben ja ganz unterschiedliche Zielsetzungen und man muss sich ja vor Augen halten, so ein Waldbestand begleitet uns 100 bis 200 Jahre mindestens. Die Veränderungen im klimatischen Kontext passieren aber so schnell, dass sich Bäume, die ja auch ihren Standort nicht verändern können, dann halt wirklich nicht adaptieren können an diese schnell sich ändernden Bedingungen. Und das ist halt dieser Grund, weshalb eigentlich die Elastizität von unseren Waldökosystemen so stark beansprucht wird. Die Anpassung an die Witterungs- und Klimabedingungen, die auftreten werden. Es gibt ja unterschiedliche Prognosen, aber das ist einfach so klimaresilient wie möglich zu sein. Das heißt also, wenn man das schaffen will, ist es ganz gut, wenn man eben Wälder, die man jetzt wieder aufforsten muss, weil ja sehr viel einfach weg ist von den alten Beständen, dass man das mit einer Diversifikation macht, erstens an Baumarten und genetischer Vielfalt. Es wird eine Menge Arbeit investiert werden müssen, um diese Wälder zu erhalten, auch gesellschaftspolitisch. Und dafür müssen wir Ressourcen schaffen. Und das würde ich gerne im Mittelpunkt der politischen Diskussion stellen, dass wir diese Ressourcen dann auch haben, dass wir die Waldbesitzer nicht allein lassen. Wir müssen uns auf jeden Fall umdenken. Wir können nicht einfach so denken, dass das ein Rohstofflager ist, was wir beliebig anzapfen können, sondern jeder Baum zählt heute als Kohlenstoffspeicher. Wir können und müssen sozusagen den Wald neu definieren. Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, dann können wir und müssen wir die Nutzung einschränken. Wir müssen sozusagen die Ökosystemleistung erstmal erfassen und bewerten. Was heißt zum Beispiel Schutz von Biodiversität? Was ist uns das als Gesellschaft wert? Wir müssen sehen, was ist uns Wald als CO2-Speicher wert? Und dann müssen wir das Holz, was wir entnehmen, müssen wir halt gucken, was ist auch ökologisch machbar und was nicht. Wahnsinnig viele Aufgaben, die der Wald erfüllen muss. Und dafür müssen wir unseren Wald erhalten. Wir müssen ihn schützen und wir müssen ihn ins Zentrum der Gesellschaft wieder rücken. Vielleicht wird der Wald am Hohen Keller dann wieder zum urigen und gesunden Charakterwald, der er einst war.